Das ist wie der Anfang von 2001. Willkommen auf der Astralebene, Schnarchler. Aber du hast uns teleportiert? Oh nein, ihr seid immer noch ganz bequem bei mir. Ich habe nur euren Geist verschmolzen. Unseren was verschmolzen? Ich habe dem nicht zugestimmt, Ebenenspringerin. Um Erlaubnis fragen ist nicht so ihr Ding. Es heißt immer nur ziemlich sicher dies und Schicksal der Galaxie das. Sei ja nicht eingeschnappt, Götter Heini. Deine Goldhände stecken ganz tief in diesem Schlamassel. Was soll das denn heißen? Ich dachte, mit dem Typen heilen wir Drax. Heilmittel und Ursache können koalieren. Leute? Ist das Drax? Ich bin Groot. Wir sehen jetzt also in Drax Kopf. Wortwörtlich. Der fiese Grüne ist da drin. Findet ihn und überredet ihn, in die Realität zurückzukehren. Was kann da schon schief gehen? Mantis, sag mir bitte, dass wir in das helle Licht gehen sollen. Ziemlich sicher. Ihr müsst das Herz von Drax Versprechen erreichen. Viel tiefer, als ich je gewesen bin. Wenn du es nie gesehen hast, heißt das dann, dass es nie passiert? Hoffentlich nicht. Geht einfach weiter. Und falls wir den Kontakt verlieren, hört auf Amy Windsock. Sie meint dich. Offensichtlich. Wow, das ist Drax Versprechen? Okay. Meins war lange nicht so deprimierend. Das ist nur die Türschwelle. Der arme Kerl sitzt hier fest und erlebt erneut den Verlust seiner Familie. Furcht und Schmerz eures Freundes haben ihn als Beute prädestiniert. Was weißt du darüber, Goldlöckchen? Mehr als mir lieb ist. Hat Drax die alle ausgehoben? Sämtliche Gräber tragen die Inschrift Hovard und Camaria. Du kannst das Zeug lesen? Meiner Zunge der Wahrheit ist jedwede Diktion geläufig. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Du sprichst Groot? Das ist bisher das Seltsamste an dir. Okay. Ein Rätsel und wir müssen die Lösung finden. Vielleicht sind es nur die vielen Gräber, aber was passiert, wenn wir hier drin sterben? Für dich wäre es nur ein böser Traum, aber für den fiesen Grün wärst du tot. Da ist der große Tölpel. Das war das leicht. Das ist nur ein Echo, kleiner Strumpf. Oh, besser. Ein Teil des armen Grünen muss so lange graben, bis er akzeptiert, was da bedeutet. Ich bin nicht der Einzige, der das hört, oder? Thanos. Der hat's aber eilig. Hinterher, Flatü! Diesen Teil kenne ich nicht, Thanos! Oh, oh. Bitte lass da unten was Weiches sein! Also, Drax kennt sie nicht. Drax? Nicht Drax. Thanos. Ich werde den Familienzeichen, was du nicht erwartet, was, Gamora? Ich werde das hier genießen. Ach du Schande. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. 5 Läufe im Schuss. Das ist, dass er seine traumatische Angst vor Wasser überwunden hat, um seine Freunde zu retten, hat Rocket befreit. Er zeigt jetzt mit Frieden sein gesamtes Arsenal und bombardiert Gegner mit Kugeln, Raketen und diversen Projektieren. Das Ergebnis ist ein massiver Schaden im Zielbereich. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich! Ja. Dann zeig das mal. Zeig mal, was du kannst. Yaki Ho Rocket! Das war echt Therapie! So schlecht wäre eine Therapie auch nicht! Oh, nicht schlecht. Weil dann auch mal mit. Du darfst auch mal. Er ist nicht real, schon vergessen. Guck dich aus. Gib alles, Rocket! Viel Spaß dabei, dein Dad zu verprügeln, Gamora. Ganz ruhig, Rocket. Doch nicht so hart, was? Irgendwas stimmt nicht. So schnell war der gar nicht. Was zur... Okay, das ist neu. Es ist doch neu, oder? Ich würde mich erinnern, wenn es 2 von ihm gäbe. Doppelt so hässlich, doppelte Zielübung. Na komm, Rocket. Pass sie weg, Rocket! Okay, vielleicht ist es nicht so simpel, wie ich dachte. Das ist es bei ihm nie. Hey, Goldie, würdest du uns vielleicht zur Hand nehmen? Er sagt nein. Ja, das habe ich verstanden. Danke.
Na toll. Peter! Lurke! Feuerwerk! Ich werde hier. Keine Ahnung, was sollen wir denn sonst machen? Ihr lasst euch auf die Obsession des armen Grünen ein. Nur wenn ihr loslasst, kommt ihr voran. Das Schicksal bevorzugt. Und was sollen wir machen? Uns. Soll das für uns irgendeine Bedeutung haben? Okay, lass sie weg! Er kann das nicht ewig durchhalten, oder? Können wir es denn? Was sollen wir denn machen? Welcher Seite stehst du? Was genau? Schnitt sie! Warum stirbt er nicht? Es muss etwas geben, das wir übersehen. Irgendwas. Auf welcher Seite stehst du? Wenn die Antwort lautet, ihn zu töten, könnte das eine Weile dauern. Okay. Vorsicht! Ich hab keine Idee. Die Felsen umhauen lassen. Schicksal bevorzugt das Scheitern. Soll das für uns irgendeine Bedeutung haben? Peter! Hilfe! Oh Mist! Ah! Der Kampf ist offensichtlich nicht die Lösung, aber was dann? Lass die Obsession fahren. Soll das für uns irgendeine... Ich kann nicht! Peter? Hey, okay, sterben ist auch nicht die richtige. Deshalb konnte ich nicht sehen. Auch gesterben ist die richtige Lösung. Was? Warum? Wir müssen uns einfach besiegen lassen. Hey, wir sind nicht tot. Mantis, ich glaube, wir haben was gemacht. Aber ich sehe Drax nicht. Mantis? Eure also. Halt! Seht! Ich wette, ich wäre als erstes in der Mitte. Nicht so schnell, Kleines. Drax, warte! War ja. Das hab ich schon gedacht. Hey, das ist Betrug! Ich hab den Eindruck, da will jemand nicht, dass wir Drax erreichen. Vielleicht will Drax nicht, dass wir Drax erreichen. Können wir ihn dann überhaupt erreichen? Und Drax ist für den Nambu. Wir können nicht weit weg sein. Wie kommst du drauf? Weil wir uns auf die Mitte zu bewegen. Und das kann nicht endlos gehen. Drax! Wie zum? Spielt keine Rolle. Auf ihn! Da ist er wieder! Und zu meinem Gerüste. Kumpel, warte! Sehr besser. Verdammt! Ich kann dich hören! Ach, deshalb kommen sie, aber wir sind trotzdem erschrocken. Hast du eine bessere Idee? Bin ganz Ohr. Falls wir ihn jemals kriegen, was dann? Ich arbeite daran. Links, Kleines. Was? Du kannst mich sehen? Freund ist zu tief gefallen. Worte wehen ihm nicht zurück. Für jemanden, der keine Hilfe ist, hast du ziemlich viele Meinungen, wie das hier funktioniert. Ihr habt mich forciert, dieser Fall. Da! Seht doch! Hey, wie konntest du mich besiegen? Naja, ich bin dein Vater. Du hast wieder im Garten deiner Mutter gespielt. Ich habe gejagt. Was denn, Dreck? Nein, ich bin etwas nachgehetzt. Aber es war zu schnell. Nur Narren hetzen hinterher. Eine Jägerin wartet. Wählt ihren Moment. Drax! Papa? Geht's dir gut? Drax, Gamaria, Zeit nach Hause zu kommen. Was zum Flak ist das denn? Ja, meine Kleine. Deine Mutter wartet. Succubus, gib deinen Sklaven frei! Jetzt, wir sind nicht mehr im Herzen.
was für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg weiß. Sie kommen aus den Nestern da! Okay. Na komm, mach's auf Platz. Ach du Scheiße. Oh Gott. Eine saubere Explosion. Bin ein bisschen abgeschnitten. Rocket, guck mal hier. Das lief ja nicht so gut. Ein Stern war hier nicht die Option. Diesmal nicht die richtige Antwort. Was sind das für welche? Schatten! Unterlauft ihren Ursprung, während ich unseren Weg weiß. Sie kommen aus den Nestern da! Wir müssen Nester ausschalten. Ich kümmere mich um die Nester und ihr haltet dem Goldjungen die Dinger vom Leib. Eins erledigt. Wir müssen resignieren. Erreicht die Reste auf das unsere Passage. Na, war gut. Hast du alle Nester erwischt? Das Ding voll durchgefallen. Kein Sackhol, nein! Wo sind denn die Nester? Niemand die Nester zerstören. Wir arbeiten daran, Mann! Alles für dich, Gamora! Auf die Spitze getrieben! Ach. Wir arbeiten daran, Mann! Vollzug! Fertig machen zur Abfahrt! Auf die Boote haben wir. Ich wage es nicht! Ich wirf dir keine Holzsplitter aus dem Feld! Alle in Ordnung? Definitiv! So, jetzt musst du erstmal. Auge des Hurrikans. Könnten wir mal machen. Machen wir mal. Dann ist Peter Quill aufgelevelt. Die ist schon. Rex hat eh gerade. Ich denke, wir haben gesehen, was uns von Drax fernhält. Ihr blicktet nur die Boot. Dieses schwarze Zeug. Sowas war auch in meinem Versprechen. Da kommt noch mehr. Ist das Drax Frau? Ich glaube schon. Howard. Dann muss das Drax zu Hause sein. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Nur Narren hetzen. Komm, Liebster. Lass uns hineingehen. Drax, Kumpel! Mann, nicht schon wieder. Deine Worte sind Federn im Wind. Hey, ganz ruhig. Ich erledige das. Komm schon, Großer. Ich weiß, dass du mich hörst. Warum verfolgt ihr mich? Wir verlieren ihn wieder. Hey, Kumpel, ich bin's. Stormlord. Weißt du noch? Wir sind alle hier. Du bist stärker als das, Drax. Komm schon, Riesenbaby. Lass mich nicht mit Quill allein. Ich bin Groot. Drax, Essen ist fertig. Das ist nicht Howard. Du musst sie gehen lassen. Du weißt nicht, was du da verlangst. Doch, das weiß er. Verdammt! Okay, finden und zerstören. Genau wie beim letzten Mal. Sputet euch. Der Schlumpf will sich schließen. Ich kann es nicht verhindern. Ja.
Nimm mal hier ein bisschen. Wir arbeiten dran, Puppe! Ich arbeite daran! Na komm. Bräuchte mal hier ein bisschen Hilfe. Die Nester, wo ist das letzte? Mach so schnell es geht. Ganz weg. Okay, ich bräuchte mal hier. Sehr schön. Terminiere dieses Theater. Bedeckt eure Augenhöhlen. Wir verflacken nichts, da sind wir. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe zumindest kein neues Versprechen. Wir sind in einem ewigen Echo. Du bist keine Hilfe, Landstreicher-Hexer. Okay, wir verteilen uns und suchen einen Weg hier raus. Oder voran. Oder irgendwohin. Ich verliere eine Wette, wenn ich in einer dunklen Grube sterbe. Es war allein in einer dunklen Grube. Mantis? Wie wär's mit etwas Hilfe? Au! Rocket! Ich hab mich selber gezwickt. Du und dein verflagter Da, seht doch! Unfassbar, dass das funktioniert hat. Gehen wir. Ein Teil von ihm ist immer noch bei uns, ganz sicher. Ich hoffe, du hast eine Hammer-Ansprache vorbereitet, Pick. Jungs, du musst. Warum tut ihr das? Lasst mich einfach in Frieden. Du bist bitte vertrau uns, Drax. Wir wollen dir nur helfen. Ihr zerstört mein Zuhause. Dein glückseliges Verkennen ist ein unglückseliges Streben. Lass gut sein, Shakespeare. Wir regeln das schon. Komm schon. Willst du hier versauern in diesem dunklen Loch? Für meine Familie ertrage ich selbst die Tiefen von Sarduth. Drax, Liebling. Komm, wir wollen essen. Hey, ich verstehe dich. Sie sind was ganz Besonderes. Nichts auf der Welt ist mir wichtiger. Erzähl davon. Meine Hofart war die mutigste Gefährtin, die ich je kannte. Können wir noch etwas auswählen? Sie gab mir Frieden, selbst in Zeiten des Krieges. Und meine Camaria. Mein herzensgutes Mädchen. Sie vereinte von uns das Beste. Trotz ihrer zarten Erscheinung. Sie beide waren... Sie waren... Das ist richtig. Peter Quill, wenn meine Familie tot ist, was sitzt dann da vor mir? Keine Ahnung. Eine Illusion. Nichts Gutes. Ein Monster. Ein Schämen, so scheint es. Von Schwermut gesäugt. Oh, Lizzie. Bleibt mir nichts mehr. Ich will nicht wieder allein sein. Du bist nicht allein, Mann. Wir sind für dich da. Wir haben alle jemanden verloren, Drax. Aber es lässt sich ertragen, wenn man sich umgibt mit den richtigen Leuten. Ich bin Groot. Das war jetzt ein bisschen rührselig von Groot, aber ich schließe mich dem mal an. Wir sind ein Team. Papa? Geht es dir gut? Komm mit uns, Drax. Sie ist nicht echt.
die Nebenwirkungen. Hast du Schmerzen, Papa? Sprich mit uns, Liebling. Ich halte, was wir hatten, in Ehren. Und gräme mich nicht ob des Verlorenen. Ich liebe und ich verehre euch beide. Jetzt und für immer. Dunkle Version von ihm. Na, wie geht's, Großer? Alles okay? Ich bin wieder bei Sinn. Dank euch allen. Aber ich schulde euch Wiedergutmachung für meine Torheit. Hey, du schuldest uns gar nichts. Wir sind alle nicht perfekt. Unser Markenzeichen. Wie viel weißt du noch? Dunkelheit wuchs mit jeder Lüge, die ich schluckte. Mit jedem Tag bei meiner Familie wurde mir klarer, nie wieder wegzukommen. Peter Quill, dein Kind ist in Gefahr. Wenn sie nur halb so leidet wie ich, könnte die Dunkelheit sie verschlingen. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen gut überlegt handeln. Wir müssen an all den Konvertierten vorbei. Und an diesem schwarzen Glibberzeug auch. Erzählt mir mal einer, wieso unsere Blondmatte das einfach aufsaugen konnte? Ich wüsste lieber, warum es so aussah wie er. Weil ich das Zeug bin. Oh, weia. Los geht's! Ja, Trick and Morty mäßig sind schlechten Anteile abgeteilt und... Hey, Goldmuskel! Kommst du mal zurück und erklärst die ganze Sache? Die Zeit ist knapp und euer Verständnis wird sichtbar. Darf ich ihn erschießen? Komm schon, lass mich ihn erschießen! Ich bin Groot. Hör zu, ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber die Sache ist zumindest teilweise eindeutig deine Schuld. Meine Reue ist rechtens. Stelle dir ambivalente Allmacht vor. In Dunkelheit dahintreibend. Apropos Dunkelheit. Das war meine astrale Abgeschiedenheit. Macht ohne Sinn, bis zur Entdeckung durch Raker. Seine Crew braucht eine Kur. Sie war geplagt von Pocken, die ich wundersamerweise lindern konnte. Ein Schiff voller Kranker stößt zufällig auf jemanden mit endlosen Heilfähigkeiten? Wir waren Bedarf und Begleitung. Symptom und Schutz. Sie verehrten das Wunder meines Wirkens und gewährten mir Gottstatus. Ich glaube, wir wissen, worauf das hinausläuft. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Psst, jetzt kommt der gruselige Teil. Mit der Verehrung der Gefolgschaft formte sich in mir finstere Freude. Und in den Schatten sprach sie: Weiche Welpen, perverse Predigt, dumme Duckmäuse, fertig zum Festschmaus. Hybris schuf Hunger, ein geschwüriges Gelüst namens Magus. Das unbezeichnete Moment mal, ein Gelüst könnte einen Namen haben. Und wenn die befriedigen, was wollte es? Moment mal, ein Gelüst kann keinen Namen haben. Ich benannte nichts.
Es biss sich durch mein Bewusstsein, seine wilden Wünsche nur erfüllt durch Elend. Und du hast auf dieses Ding gehört? Sein Ruf ist mächtig. Ich habe diese Stimme auch gehört. Es war fahle Fäulnis aus dem Samen meiner Stärke. Mein Seelenstein beschädigt. Also riss ich ihn heraus. Ihn rausreißen? Wie? Ein mechanisches Mirakel von Raker trennte den Stein aus meinem Schädel und beseitigte das Böse darin. Übersetzung, du hast zugelassen, dass Raker deine Kräfte stiehlt. Was immer seine Launen lenkte, an jenem Tag war er mein Freund. Er schwor, Gutes von Sünde zu scheiden, dass meine Heilung ohne Unheil herangezogen werden könne. Klar, aber wer zieht sie heran? Warlock die Schuld geben. Klingt, als wärst du unvorsichtig gewesen, Raker die Schuld geben. Raker wusste genau, was er tat. Ich sehe es wie Rocket. Raker wusste genau, was er tat. Der miese Mann ist ein meisterhafter Manipulator. Verdammt! Jetzt mache ich das auch schon. Ich verurteile meinen früheren Freund nicht. Unser Experiment brach uns beinahe beide. Wie erklärst du dir dann, dass dein bester Freund den Stein in die Finger bekam und jetzt die Galaxie erobert? Gar nicht. Ich glaube, darauf habe ich die Antwort. Nachdem ich mein Versprechen abgelehnt hatte, wurde ich in das von Nikki gezogen. Corell war dort. Sie hat versucht, mir etwas zu zeigen. Peter, du kannst auf nichts vertrauen, was du da drin gesehen hast. Das war anders und es hat sich anders angefühlt. Sie brachte mich zur Quarantänezone zurück und ich habe dieses Magus-Ding gesehen. Es hat sich mit Nikki verbunden und ich... Ich habe gesehen, wie es Corell getötet hat. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Wie konnte sie dir das zeigen, wenn sie tot ist? Völlig vorstellbar. Ihre Seele könnte von dem Stein umschlungen sein, gekettet an das Kind. Nicht konzentrieren auf Corell, konzentrieren. Weißt du, könnten wir sie zurückholen? Sie hat gesagt, sie müsse ihren Tod akzeptieren. Genau das hat Corell gesagt. Die drei sind irgendwie verbunden. Das ist genau so. Sie hat gesagt, Nikki müsse ihren Tod akzeptieren. Der Magus schluckt ihren Schmerz. Er gebietet ihrem Geist und stärkt sich mit ihrer Schar. Und ich vermute, er kriegt nie genug. Sein Appetit ist unersättlich. Ohne Eingreifen wird er alles aufsaugen. Wir brauchen einen verdammt guten Plan. Dann lass dir schnell einen einfallen. Ich sehe nämlich schon Tageslicht. Das Band zwischen Magus und Matriarchin muss gebrochen werden. Er stillt seine Sucht durch sie. Okay. Nikki ist also die Obervampirin? Wenn wir sie heilen, werden die anderen befreit? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das war doch klar. Also Schritt 1, Nikki finden. Schritt 2, sie überzeugen, dass ihre Mom nicht von den Toten zurückkehrt. Schritt 3, ihr diesen Stein abnehmen und mit diesem Magus-Ding den Boden aufwischen. Jeder, der meine Pistole oder Second Story. Ja, er hier ist Mr. Positiv. Manchmal wird einem richtig schlecht davon. Der Stein ist sowohl Band wie Brücke für Magus. Und ein junger Geist leistet kaum Gegenwehr. Ist Magus eins mit ihr, kann die Loslösung sie das Leben kosten. Dazu lassen wir es nicht kommen. Ich will mich ja nicht Deprigoldi anschließen, aber wie wollen wir das Kind finden? Was meinst du? Oh, was ist hier? Flark. Oh, Flark. Oh je. Sie kommt zu uns. So gut war sie. Sie haben den Cortex. Jetzt können sie überall hin und jeden konvertieren. Na, da ist hier. Kommt wie gerufen. Und da ist Eric. Flucht aus Norden. Du musst gehen, sofort. Warum klingt das so, als würdest du nicht mitkommen? Es sind meine Leute. Wenn ich bleibe, werden einige überleben. Dann bleiben wir und helfen. Geht. Ich werde da sein, wo und wann ich gebraucht werde. Denke ich. Vertraut mir einfach. Stirb bitte nicht. No, also komm. Ich habe mich gerade an dich gewöhnt. So ein Scheiß. Also komm, Tonspur.